Zurück bei Grow Life, heute mit einem grundlegenden, wirklich entscheidenden Thema, der Sinn des Lebens. Mit einer großen Überraschung, denn alles in der Welt macht Sinn. Und zwar nicht irgendeinen Sinn, sondern den einen Sinn. Kann das wirklich sein bei so viel Unsinn auf der Welt? Sinn, Soldat. Sinn, Soldat. Für die, die mich noch nicht kennen, ich bin George Grow, Psychologie und Philosophie. Ich habe in Pennsylvania in den USA studiert. Ich habe in Indien 3 Jahre gelebt, dort in der Filmbranche gearbeitet und auch studiert und bin in der Welt sehr viel herumgekommen und habe das Leben studiert. Bin Postmystiker, Neumystiker in dritter Generation. Mein Vater war Filmproduzent, auch diesen Beruf habe ich erlernt und das Leben hinter den Kulissen kennengelernt. In Wien war ich Beirat im österreichischen Parlament, als im Abgeordnetenzimmer und lebe seit 7 Jahren, das halbe Jahr in Costa Rica, das angeblich oder vielleicht wirklich lebenswerteste Land der Welt. Und im Planet Index ganz oben in der Provinz Guanacaste am schönen Pazifik in der Gemeinde Nicoya. Und dort habe ich untersucht das Phänomen, dass dort die ältesten Menschen weltweit leben, also die mit der höchsten Lebenserwartung, und bringe euch das Beste aus der ganzen Welt. Anders bist, wenn du dich für solche Themen interessierst. Das Beste aus der ganzen Welt ist das Beste aus allen Zeiten und kann sich mit dem Zeitgeist widersprechen. Die Wahrheit verorte ich vielmehr in der Klassik, sowohl in der europäischen als auch in der indischen oder chinesischen Klassik, und das fällt nach heutigem Gesichtspunkt unter Gegenkultur. Für die meisten ist der Schritt in eine kritische Haltung, auf eine Betrachtungsweise, die von außen erfolgt, fast unmöglich. Es sind die Massenmedien und die Massenpsychologie, die uns am Boden eines sehr engen Spektrums halten. Was man kennt, ist nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was wirklich möglich ist. Aber vieles davon, auch wenn wir es nicht kennen, findet dennoch statt. Der modernistische Mensch ist ein Nihilist, das heißt, er möchte sich an nichts binden, an keine Überzeugungen, an keine philosophischen Tatsachen, damit er seinen Wahn der Freiheit leben kann. Denn in Wirklichkeit sind wir nie wirklich frei und der Sinn des Lebens gibt uns eine Richtung vor. Der Sinn des Lebens drängt uns, provoziert uns, stachelt uns an und lässt uns nie in Ruhe. Wenn wir dem Sinn des Lebens nicht folgen, wenn wir ihn verneinen, dann ist uns der Weg zum Glück versperrt. Wow. Auch wenn wir uns dem Sinn des Lebens versperren, ist er dennoch da. Er wirkt in uns, er wirkt um uns und wir kommen ihm nicht aus. Nur zeitweise können wir ihm entkommen, doch insgesamt ist unser gesamtes Leben nach ihm ausgerichtet und ihm unterworfen. Und da es sich um einen umfassenden Sinn handelt, der im Inneren wie im Äußeren auf uns wirkt und für alle Geltung hat, spreche ich von einem metaphysischen Sinn, der kein philosophisches Konstrukt, keine Konstruktion darstellt, sondern wenn wir die Augen etwas öffnen, uns aus allen Richtungen evident entgegenscheint. Was nun ist dieser Sinn? Habt ihr es erraten? In erster Linie handelt es sich um einen Ordnungssinn. Das heißt, der Urzustand des Universums oder auch aller anderen Dinge ist das Chaos. Die ganze Geschichte der Menschheit, aber auch die des Universums, ist eine Geschichte des Sinns, des Wachstums, der Evolution. Sogar der Unsinn macht Sinn.
Sinn und Unsinn sind ein Ganzes. Wir müssen auch unsinnig sein können, um uns vom Sinn zu erholen. Relaxen und auf Reisen gehen, einfach herumstreunen, müßig gehen und einfach nichts tun und in den Tag hineinträumen. Warum? Einzig und allein, um uns wieder für den Sinn zu stärken. Es ist die Evolution. Dann bleibt mir noch der obligatorische YouTube-Sager. Wenn dir dieses Video gefallen hat und du in diese Richtung mehr Inhalte sehen möchtest, dann bitte abonniere diesen Kanal und aktiviere auch hier unten die Glocke. Die Evolution umgibt uns, wir kommen ja nicht aus, und kommen wir doch aus für zu lange Zeit, dann sind wir unglücklich. Nichts anderes finden wir in der klassischen Philosophie, auch in der klassischen Literatur, auf allen Kontinenten dieses Planetens. Wow. Wolfgang von Goethe beispielsweise lässt den Engelschor in Faust rufen: Wer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Wer strebend immer sich bemüht, den können wir erlösen. Der Sinn des Lebens, die Evolution, ist so gewichtig, dass dieser Kanal heißt Grow Life und ich selbst, George Grow. Grow Time! Immer wieder, ohne Grow. Ich weiß nicht, wie es auf anderen Planeten ist, aber auf diesem Planeten hier gilt eine eiserne Regel. Sinn können vor sein können. Diese einfache Grundregel ist insbesondere für unsere spirituellen Freunde von erster Bedeutung und besagt nichts anderes, als dass die Evolution, der Sinn des Lebens an Bedeutung vor all dem steht, was wir unter Spiritualität, Religion, Mystik, Konfession und Glaube kennen. Das heißt nichts anderes, dass die Telekommunikationsmittel und auch die sogar Netflix, sogar der ganze Konsumismus, ja, das Shopping, das Shopping, das Shopping, das Shopping einen Sinn hat, und zwar einen höheren Sinn. Er bedient den Sinn des Lebens. Der Massenkonsum bewirkt, dass sehr viel Geld und damit auch sehr viel Macht in die Hände weniger gelangt, die dann mit diesen Mitteln, mit dieser Macht weitere Innovationen, sprich weitere Evolution stiften können. Auch die alten Babylonier, Ägypter oder Mayas sind diesem Sinn gefolgt, zwangsläufig. Damals waren es nicht die Massenmedien oder die Shoppingcenters, die die Menschen dazu verführt haben, dass alle an einem Strang des Sinnes ziehen, sondern es war ein Herrscher und seine Religion, die es schafften, die Menschen alle auf einem Punkt zu versammeln, um große evolutive Leistungen, wie zum Beispiel den Bau der großen Pyramiden oder der Kathedralen in Europa, zu leisten. Auch die Religion und Spiritualität hat somit in erster Linie dem Sinn der Evolution zu dienen. In dem Sinn kann es heißen, nicht nur Gott, das Universum, inspiriert dich, sondern auch du inspirierst das Universum. Doch eine Lebenshaltung, eine Spiritualität und Religion, die sich dem Sinn des Lebens verweigert, muss zwangsläufig in die falsche Richtung laufen. Nicht ohne Grund haben die traditionellen Religionen und spirituellen Schulen einen absoluten Abwärtstrend, gerade jetzt in einer Zeit des Fortschritts und der Entwicklung im technischen Bereich. Eine Besonderheit der Bücher des Lebens ist, dass nicht nur das profane Leben, sondern auch das Sakrale dem Sinn untersteht. Dass beide, das profane als auch das sakrale Leben, keinen wesentlichen Unterschied mehr bilden, sondern Hand in Hand dem Sinn, damit auch uns selbst und der Gemeinschaft dienlich sind. Warum auch uns selbst? Weil der Sinn auch die Selbstverwirklichung mit einschließt. Weil der Sinn auch Momente einschließt wie das persönliche Wachstum, die persönliche Prosperität und auch die persönliche Gesundheit.
Die Psychologin und die Gründerin der Schule der Selbstverwirklichung, Karen Horney, meinte, dass die Selbstverwirklichung so natürlich und einfach ist, wie der Wunsch eines Kindes zu laufen. Unterdrückt man den Wunsch des Kindes zu laufen, ist das ähnlich, als wenn wir unserem Innenantrieb nicht folgen nach Evolution, nach Selbstverwirklichung. Evolution, the highway to Nirvana. Österreichisch Nirvana. No evolution, no happiness. Ein echter Karma-Yogi ist ein Sinnsoldat. Grow life. Und die Bücher des Lebens machen dich groß. Wie wichtig dem Universum, dem lebendigen Universum oder Gott, Evolution, der Sinn des Lebens ist, sieht man auch daran, was alles auf diesem Planeten in Kauf genommen wird, dass es zu keinem Stillstand kommt, sondern damit es evolutiv immer weitergeht. Nahezu alles, was uns lieb und unlieb ist, dient der Evolution. Auch der Streit und der Zwiespalt, auch die gewaltbereite Auseinandersetzung bis hin zum Krieg. Ich erinnere mich an einen Schwarzafrikaner, der im Wiener Naturhistorischen Museum, das ist einer der größten Museen weltweit, als Ordner arbeitete und mich ganz rührend fragte, ob ich wüsste, wie viele Arbeiter bei der Errichtung dieses Museums verstorben wären. Worauf ich nicht wenig provokativ erwiderte, dass das nebensächlich sei, dass die Besucher diese Frage nicht stellen würden, sondern dieses Museum genießen und an dem Zweck teilhaben. Sinnsoldat. Das soll uns jetzt nicht verraten, wie herzlos ich wäre, sondern uns darauf hinweisen, dass es dem Universum, dass es dem All beim Sinn des Lebens, bei der Evolution nicht so sehr auf den Einzelnen ankommt. Der Einzelne im Humanismus, auf den zu achten, ist unsere Aufgabe. Das heißt, wenn jemand um Gnade sucht, dann fragt er nicht bei Gott an, sondern besser bei den Menschen. Gott ist gerecht. Die Menschen können durchaus gnädig sein. Es ist zunächst auch nicht so, dass Gott uns dienen soll, sondern wir sind da, um ihm zu dienen. Wir sind Diener des Universums und beteiligen uns am Sinn des Lebens. Wow. Anders bist, weil du dich für solche Themen interessierst. Evolution, the highway to Nirvana. Österreichisch Nirvana. Nun können wir entweder dem Sinn folgen aus Traum und Trieb und ungefähr, oder wir sind uns über die Tatsachen bewusst und können unser Glück selbst in die Hand nehmen und unser Schicksal erfüllen. Wer immer strebend sich bemüht, den können wir retten. Bei Konfuzius heißt der, der dem Sinn bewusst folgt, der Edle. Bei Martin Heidegger ist das Tor zur Offenständigkeit und damit auch zum Glück die Sorge. Sogar unsere Emotionen sind in Richtung Sinn ausgelegt. Selbst die negativen, zum Beispiel der Neid. Der Neid stachelt uns an, in Anbetracht der Leistungen eines anderen an unserem Sinnvermögen zu arbeiten. Der ganze Hype um die Selbstdarsteller in den Social Medias ist eine, könnte man sagen, Initiative des Sinns. Und ist es uns gelungen, einen guten Clip zu produzieren, dann fühlen wir uns für eine Zeit lang wohl. Bis dann wieder der Drang nach dem Sinn einsetzt, um nach höheren Dingen, nach weiteren Dingen zu streben. Das heißt, der Sinn lässt uns nie aus. Dieser allumfassende oder metaphysische Sinn hat uns fest im Griff. Und moderne Spiritualität, wie auf Grow Life und den Büchern des Lebens, kann uns helfen, um uns von diesem Sinn, von diesem metaphysischen Zwang zeitweise zu befreien. Hierzu ein Link zu einem weiteren Video. Metaphorisch kann man in dieser Hinsicht sagen, dass nur der, der mit dem Sinn hinaufsteigt, dann auch gemütlich und lässig herabsteigen kann. Doch was jetzt ist genauer dieser Sinn, Evolution?
Das Universum versucht, die Entropie, die Unordnung im Universum so gering wie möglich zu halten und Ordnung zu inspirieren. Im Detail geht es darum, Ordnung zu suchen, zu versuchen, Ordnung zu verbessern, zu pflegen, zu bewahren, aber auch Ordnung gegebenenfalls zu zerstören und hinter uns zu lassen, um für noch höhere Ordnung wieder Raum zu schaffen. Und zwar in allen Bereichen des Lebens. Ordnung in der Wissenschaft, zum Beispiel mit einer Formel. Ordnung in unserer Seele. Ordnung in der Gesellschaft, in der Politik, in der Wirtschaft, in unserem Freundeskreis, in unserer Nachbarschaft. Aber auch freiere und schlankere Ordnung, aus der leicht Neues entstehen kann. Ein unentwegter Prozess, ein unentwegter Vorgang, an dem verschiedene Kräfte teilnehmen. Die einen versuchen eine neue Ordnung, die andere beharren auf der alten Ordnung. Es ist ein Ordnungsstreit, ein Ordnungswettkampf um höheren und höheren Sinn. Man könnte sagen, ein Ordnungskrieg, der unseren Planeten überzieht. Natürlich kommt man jetzt in Versuchung zu sagen, das lasse ich mir nicht bieten, das lasse ich mir nicht gefallen. Ja, ich nehme mich aus diesem Zwang heraus. Ich mache mir mein eigenes Leben und forme mir mein eigenes Schicksal. Doch das Universum hat es so eingerichtet, dass, wenn wir den Sinn verweigern, wir nicht zufrieden sein können und auch nicht glücklich mit uns selbst. No evolution, no happiness. Kein purer Wider ohne Grow. Wenn du mit George Grow Sinnstiften erfolgreich und auch reich werden möchtest, dann hierzu dieser Link. Dann bleibt mir noch der obligatorische YouTube-Sager. Wenn dir dieses Video gefallen hat und du in diese Richtung mehr Inhalte sehen möchtest, dann bitte abonniere diesen Kanal und aktiviere auch hier unten die Glocke. Auch wenn es manches Mal nicht leicht ist, sich dem Leben grundsätzlich zu widmen und die Dinge aus einer komplett neuen Sicht zu betrachten, macht es doch mächtig Sinn, wenn wir uns in der Woche ein paar Minuten, zum Beispiel in der Länge dieses Videos, mit Grow Life und den Büchern des Lebens aus einer neuen Perspektive grundlegend den Fragen des Lebens stellen. Soldat. Nirvana.